Ja, hi Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Commentary von mir. Wir spielen wieder Modern Warfare 3, Team Deathmatch of Fallen. Ja, das Gameplay ist nicht von mir erspielt, sondern von einem Kumpel. Und er spielt ja mit der UMP, mit Extended Mags. Zudem hat er die Perks Ruhige Hand Pro, Hardliner Pro und ja, ich glaube Flinkheit. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ja, Killstreaks sind Abwurffalle auf 8, auf, ja, ich weiß gar nicht, 11 glaube ich, Enhanced UAV und dann 13 Stealth Bomber. Ja, und da könnte man eigentlich auch gleich den Stealth Bomber mal ansprechen, weil ich finde, dass der ein bisschen overpowered ist, weil, ja, mit den Support Killstreaks ist es ja so, dass sie sich nicht zurücksetzen und eigentlich schafft jeder mal, ja, diese 13 bzw. 14 Kills in einem Spiel. Und mit Hardline ist es halt auch so, dass man für jeden zweiten Assist dann halt auch noch einen Killstreak-Punkt dazu bekommt. Und dann geht das eigentlich relativ schnell und dafür ist er doch schon wirklich sehr stark. Und die Abwurffalle ist übrigens auf 4, nicht auf 8. naja. Auf jeden Fall, ja, finde ich den ein bisschen stark dafür, dass man den so leicht bekommt. Also ich finde auch, das passt eigentlich gar nicht zu diesen Support-Killstreaks, weil das eigentlich schon so eine ja, Angreifer-Killstreak ist, finde ich. Aber naja, was ja, kann man ja jetzt eh nicht ändern. Wollte ich aber nur mal kurz ansprechen. Ja, sonst gefällt mir das Spiel eigentlich doch schon sehr. Also wie gesagt, ich habe es halt noch nicht so oft gespielt, aber ich habe das, was ich gesehen habe und das, was ich gespielt habe, ja, hat mich schon positiv überrascht. Also ich hätte nicht gedacht, dass das Spiel so gut wird. Ich habe es mir wesentlich schlechter vorgestellt, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, also das Gameplay, das ist ja teilweise flüssiger als bei MW2. Vor allem, dass das nicht dieses Gekämpfe ist und die. Ich finde es auch wirklich gut, dass die Tubes ja sehr gebalanced sind. Also die sind jetzt sehr schwach, wirklich. Und ja, also mehr kann man dazu eigentlich schon nicht sagen. Ich finde es eigentlich ein bisschen schade, dass sich die Grafik in keinster Weise eigentlich geändert hat seit Modern Warfare 1. Also ich denke mal, ihr wisst das alle, dass sie seit MW1 dieselbe Grafik-Engine benutzen. Was ich teilweise ja ein bisschen schade finde, weil man sollte schon mit der Zeit mitgehen. Und ich denke mal, dass die ja locker die Details ein bisschen ja, erweitern könnten. Aber ja, weiß auch nicht, vielleicht haben sie keine Lust oder so oder müssten natürlich wieder mehr Kohle ausgeben. Das wäre natürlich auch was. Naja, kann man ja jetzt auch nicht ändern. Aber wie gesagt, ich finde das teilweise ein bisschen schade. Ja, hier könnt ihr mal sehen, der Stealth Bomber. Ich glaube, das werden jetzt 4 Kills. Also, der ist wirklich sehr stark. Das ist so eine Sache, die ich teilweise kritisiere. Weil, wie gesagt, den bekommt man wirklich leicht. Und hier hat man auch gesehen, durch Hardliner Pro hat wieder ein Assist als Punktestreak gezählt. Ja, Hardliner ist eigentlich in dem Spiel wirklich gut. Dadurch, dass jeder zweite Assist halt wie ein Abschuss zählt. Weil es kommt ja doch oft vor, dass man ja viele Assists macht. Also manchmal hat man ja so eine Games, wo man nur Assists macht. Und ja, da finde ich das eigentlich ganz gut, dass sie das so gemacht haben. Ich finde allgemein die Perks wirklich gut. Hat ja auch Adrian im letzten Commentary schon angesprochen. Also ich finde das Perk-System auch wirklich gut, weil man wirklich viele gute Sachen miteinander kombinieren kann. Und es gibt wirklich nicht so viele, die mit Assassin rumlaufen, wie ich ja, erwartet hätte. Also ja, das ist dann auch wieder, das macht das Spiel dann auch wieder so flüssiger, weil dann wirklich weniger Camper da sind. Was man natürlich nur begrüßen kann, ne? Ja. Die UMP, vielleicht könnte man zu der nochmal was sagen. Und zwar ist sie hier wirklich schwach im Vergleich zu MW2. Weil es so ist, dass
in MW3 gibt es ja kein Feuerkraft. Und da haben sie es so gemacht, dass jede Waffe zählt, als wenn sie Feuerkraft hätte. Und bei der UMP hat ja sich Feuerkraft eigentlich nicht gelohnt in MW2 und deswegen ist sie jetzt so schlecht. Und dazu kommt noch, dass die UMP nur noch 17 Schaden auf Distanz macht. Ja, hier habt ihr gerade einen nice Triple Kill gesehen mit der Vorratsfalle. Die ist eigentlich nicht schlecht dafür, dass man die schon bei 4 Kills kriegt, weil man macht eigentlich mindestens immer einen Kill. Und manchmal dann halt hier 2 bis 3. Also das ist eigentlich gar nicht mal so schlecht, weil viele sehen halt, oder da sind immer, die Gegner werden immer angezeigt, sowas wie Payflows und AC-130 und so. Und ja, dann rennen die natürlich alle dahin, weil sie das haben wollen und dann, ja, geht das Ding halt hoch. Ist eigentlich ganz geil gemacht, also finde ich auch eine coole neue Idee. Aber teilweise finde ich die Killstreaks, teils sind sie overpowered und teils sind sie aber auch wieder ein bisschen schlecht, dass man die eigentlich gar nicht benutzen muss. Oder keiner benutzt sie, sagen wir es so. Naja, und ich habe gehört, bei 25 Kills, dann gibt es sowas wie eine Nuke. Das heißt, dass alle dann da auf dem Spielfeld verrecken und die Gegner die ganze Zeit EMP gestört sind, was ein bisschen overpowered ist, glaube ich. Aber eigentlich keine schlechte Idee, also weil das Spiel dadurch halt nicht beendet ist, finde ich ganz gut. Ja, das Spiel ist jetzt auch schon vorbei. Es geht aus 35-8, glaube ich. War kein schlechtes Spiel und ich denke mal, damit verabschiede ich mich. Bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute.